Wieku ist ein Dorf im Powiat Kłodzki in der Wojewodschaft Niederschlesien in Polen. Es liegt 8 Kilometer nordwestlich von Kłodzko, zu dessen Landgemeinde es gehört. Geografie: Wieku liegt im Tal der Steine. Südwestlich erhebt sich mit 401 Meter Höhe der Berg Ola. Nachbarorte sind Czerwin-Zyce und Bokow im Norden, Wojewódz im Nordosten, Laczna im Osten, Bielkowice und Pyskowice im Süden, Gorzowo im Südwesten und Synoka-Dolna im Westen. Geschichte: Szwenc wurde erstmals 1352 als Szwenc erwähnt. Weitere Schreibweisen waren Szwenc und Schweins. Es gehörte zum Glatzer Land, mit dem es die Geschichte seiner politischen und kirchlichen Zugehörigkeit von Anfang an teilt. Es bildete mit dem benachbarten Hoback eine Gemeinde und beide waren nach Pyskowice eingepfarrt. Es bestand zunächst aus zwei Anteilen. Zum ersten Anteil gehörte ein Vorwerk, zwei Dienstbauern, sechs Robotgärtner und zwei Häusler sowie ein Kalksteinbruch. Es war zunächst ein Lehen, das Mitte des 17. Jahrhunderts in ein freies Erbgut mit dem Ober- und Niedergericht verwandelt wurde. Es gehörte im 14. Jahrhundert vermutlich der Familie von Rachnau und kam Anfang des 15. Jahrhunderts an die Familie Czyszwitz, der auch Mölten gehörte. Nachdem Hans von Czyszwitz, der mit Helena von Panwitz aus Rengersdorf verheiratet war, 1633 ohne männliche Nachkommen starb, fiel sein Schwänzer Anteil als erledigtes Lehen durch Heimfall an den böhmischen König Ferdinand III. Zurück. In dessen Auftrag verkaufte das Glatzer königliche Rentamt 1649 diesen Anteil als Eigentum dem Rentmeister Johann Christoph Drescher von Kadan. Er erbaute den zugehörigen Rittersitz neu und verkaufte seinen Schwänzer Besitz 1652 an Maria Johanna, Gräfin von Bubna, geborene Reichsherr Truchsessen Gräfin in Waldburgzeil. Sie war mit Johann Heinrich von Bubna auf Senftenberg in Böhmen verheiratet, dem das benachbarte Gut Mölten gehörte und der von 1649 bis zu seinem Tode 1653 Landeshauptmann der Grafschaft Glatz war. Nach dessen Tod 1653 verehelichte sich seine Witwe mit dem Freiherrn Johann Georg von Morgante auf Schlegel und Wolpersdorf. 1660 verkaufte sie ihre Schwänzerbesitz an den Freiherrn Johann Arnold von der Helm. Dessen Sohn Gisbert errichtete auf einem gerodeten Forstgrund in Hoback ein kleines Vorwerk und legte dort einige Gärtnerstellen an. Regner Franz von der Helm entwarb 1684 von der kaiserlichen Alienations Commission das Obergericht über seine Untertanen in Szwenc und Hoback sowie die Hohe Wildbahn. Der zweite Anteil gehörte zur Herrschaft Korytau. Nach den Schlesischen Kriegen kam Szwenc zusammen mit der Grafschaft Glatz 1763 mit dem Hubertusburger Frieden an Preußen. Nach der Neugliederung Preußens gehörte es seit 1815 zur Provinz Schlesien und war 1816 bis 1945 dem Landkreis Glatz eingegliedert. Für die Zeit um 1800 sind nachgewiesen: zwei herrschaftliche Vorwerke, ein Kretscham, eine Brauerei, sechs Bauern und 27 Gärtner, Hashtag der Gärtner als Kleinbauer und LT, Gärtner und Häusler. Als Folge des Zweiten Weltkriegs fiel Szwenc 1945 wie fast ganz Schlesien an Polen und wurde in Wieku umbenannt. Die deutsche Bevölkerung wurde 1946 vertrieben. Die neuen Bewohner waren zum Teil Heimatvertriebene aus Ostpolen. 1975 bis 1998 gehörte Wieku zur Woiwodschaft Walbrzych. Sehenswürdigkeiten, die dem hl. Florian Geweihte Kapelle wurde 1794 errichtet.